Ja, Zuckerschnutzes Algo läuft amok wegen Martin Sellner und der identitären Bewegung. Das ist wirklich ein Hammer. Es ist ja nichts Neues mit der Zensur auf Facebook, dass dort besonders hart zensiert wird. Aber das, was da jetzt vor sich geht, ist wirklich wieder eine neue Stufe der Eskalation. Einträge verschwinden einfach so, dass man gar keine Mitteilung mehr bekommt. Ich habe es selber getestet gestern und eben auch im Laufe des heutigen Tages, nachdem ich das von etlichen Leuten eben gehört habe. Zwei Seiten, wo ich gelegentlich als Admin aushelfe, sind eingeschränkt worden. Die eine ist jetzt dann ganz verschwunden und angemahnt wurden dort Beiträge, die den Namen Martin Sellner und identitäre Bewegung beinhalteten. Und es wurde darüber berichtet. Und ja, das reicht, wenn man neutral über eine Sache berichtet, um eben der Zensur zum Opfer zu fallen. Und kurz nach Veröffentlichung dieses Artikels, der hier eingeblendet ist, kamen gleich wieder drei weitere Meldungen bei Facebook. Immerhin, ich wurde darüber informiert und ja, irgendwelche rechtlichen Schritte einleiten, das ist natürlich totaler Blödsinn. Und ja, da wird Jagd auf Martin Sellner gemacht. Man hat ihm sein privates Konto geschlossen, das auch nirgendwo veröffentlicht gewesen ist. Also er hat da keine Spenden entgegengenommen und nicht so, wie er das geschrieben hat, dass man ihn da jetzt auch nicht vorwerfen könnte, hätte können, dass er den Zweck des Privatkontos irgendwie missbraucht hätte. Darauf berufen sich ja dann die Institute immer, ja, dass man keine Spenden entgegennehmen darf und fertig aus. Dann ist man eben raus. Diesmal war das hier einfach, ist das wohl hier einfach so der Fall gewesen. Und was passiert eben, wenn man die falsche Meinung hat und man wird dann eben nicht nur zensiert, dass man selber keine Profile und Konten mehr eröffnen kann bei diesen sozialen Netzwerken, sondern dass der komplette Name, dass alles aus diesem Netzwerk verschwindet und in Zeiten der Bargeldeinschränkung und demnächst wird das Bargeld abgeschafft. Das ist so gut wie sicher, auch wenn da viele Leute immer noch denken, das ist eine Verschwörungstheorie, wenn der Euro dann crasht, wie man es ja auch provoziert oder gerne haben möchte, um dann eben einen digitalen Euro, der gerade schon in der Planung ist, etablieren zu können mit den üblichen Sachen, ja. Das, was passiert da mit Leuten wie Martin Sellner oder irgendwelchen anderen, die dann bei den Instituten in Ungnade gefallen sind und am gesellschaftlichen Leben, am wirtschaftlichen Handel nicht mehr teilnehmen können? In einer Gesellschaft der absoluten Toleranz und der Vielfalt ist doch immer Teilhabe, 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 das ist alles. Und hier wird Leuten eben die Teilhabe verwehrt. Und dann wundert man sich am Ende darüber, dass es Leute gibt, die sich dann auch tatsächlich radikalisieren. Was bei Martin Sellner nicht geschehen ist, aber wohin führt das? Welche Konsequenz ziehen die Leute daraus? Wird weiterhin gegen Facebook vorgegangen mit teuren Klagen, dass man halt diesen und jenen Beitrag da nicht hätte veröffentlichen dürfen, worüber dann die Anwälte lachen oder sich freuen, ja, die verdienen da am ehesten mit, alle anderen dürfen tief in die Tasche für ihre eigene Meinung greifen. Ist doch wirklich ein Witz, ja, dieser digitale Tod. Aber ich kann nur eins dazu sagen, das Leben ist noch nicht digitalisiert. Das Leben ist nach wie vor analog und analog ist auch das Einzige, was zählt. Diese ganze digitale Welt, wir können ja alle mal den Selbsttest machen, 3 Tage Finsternis simulieren, Handy aus, Fernsehen aus, Strom aus, Heizung aus. Und dann einfach mal gucken, was braucht man innerhalb dieser 3 Tage, ja? Wie kommt man zurecht ohne
diesen ganzen Kram und gibt es auch einen guten Nebeneffekt dabei, wenn man mal diese ganzen Medien nicht nutzt. Der digitale Tod kann auch durchaus einen positiven Nebeneffekt haben, wenn denn viele Leute den digitalen Tod sterben und dann sich mit diesen ganzen Online-Medien gar nicht mehr beschäftigen können, dann haben die ja plötzlich Zeit. Und dann kommen die auf echte Gedanken. Also Zuckerschnute und Co., ihr werdet gut beraten, die Zensur wieder ein bisschen zurückzufahren, es sei denn, ihr wollt das, dass die Leute nicht mehr teilhaben können und dann Zeit haben, um euch richtig Probleme zu machen.